Mike ist deine Mama! Überraschung! Was? Boah, das gibt's doch nicht. Sie hat mich schon wieder weggedrückt. Ist doch nicht schlimm. Die haben doch gestern Party gemacht und wahrscheinlich pennt sie einfach nur. Noch. Hm? Gut. Aber wenn sie eben ausschlafen möchte, dann muss ich mich auf den Weg zu ihr machen und da mit ihr sprechen. Jetzt? Ja. Ich will's einfach loswerden. Ich halte das nicht mehr aus, wirklich. Lisa? Hey. Hey, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist bei deiner Mom. Ja. Aber als du mir gestern geschrieben hast, dass du Lisa diese Wahrheit sagen möchtest, habe ich mir gedacht, ich komme ein bisschen früher nach Hause als Unterstützung. Oder als Freundin. Danke. Immer noch sicher, dass du das machen möchtest? Ja, zu 100%. Ich habe Lisa gestern erlebt und die leidet so sehr drunter, dass sie ihre Wurzeln nicht kennt. Und ich leide auch unter der Lüge. Ich hatte einen beschissenen Nervenzusammenbruch und das funktioniert einfach nicht. Sie hat ein Recht auf die Wahrheit. Klar, ich habe Angst, wie sie reagiert, wenn sie erfährt, dass ich ihre Mutter bin. Aber da muss ich jetzt durch, ne? Ich versuche aber noch mal sie anzurufen. Vielleicht kommt sie ja dann nach Hause. Schon wieder, Maike. Ja? Lisa, hey! Ja, du, pass auf, du hast mich die ganze Zeit weggedrückt. Ich wollte mit dir sprechen, wir waren ja verabredet. Und ich wollte wegen dieser doofen Situation gestern auch noch mal in Ruhe mit dir reden. Tut mir leid, wir können mal anders reden, aber ich muss jetzt mit Dasha reden. Und das, ja. Okay, gut, danke, tschüss. Ja. Warum muss das Leben eigentlich immer noch scheiße sein? Sie hat mir gesagt, dass sie irgendwas mit Dasha zu klären hat und hat aufgelegt. Ja. Siehst du, anscheinend ist sie beschäftigt und kann gerade nicht. Gib ihr einfach ein bisschen Zeit, dann meldet sie sich schon wieder. Nee, wenn sie nicht herkommt, dann gehe ich zu ihr ins Wohnheim. Na. Wo willst du hin? Du kannst jetzt nicht irgendwas Unüberlegtes machen, so wie du drauf bist. Und wie hast du dir das vorgestellt? Du gehst da hin und redest mit ihr im Flur, im Wohnheim oder draußen auf der Straße oder was? Ja, so zwischen Tür und Angel will ich das Ganze nicht machen. Ist nicht cool. Ja, ihr habt recht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich noch wahnsinnig werde hier zu Hause. Lass mich mitkommen. Ich meine, es geht doch mich was an. Wirklich, ich schaff das allein. So, sicher. Sicher. Johannes, Digga, vielleicht schon mal was vom Einkaufen gehört? Störe ich nee. Ey, ich wollte nur Bescheid sagen, wir räumen unten auf. Ja, also, ihr könnt unten auf. Ja, sorry, wusste ich ja nicht. Ey, okay, ich muss. Nein. Bist du dir sicher, dass sie nicht mitkommen will? Ja, ich muss das einfach irgendwie alleine kriegen. Und ich weiß, dass sie extrem sauer auf mich sein wird, mich vielleicht hasst, aber ich hoffe einfach, dass sie mir das irgendwann irgendwie verzeihen kann. Okay, ich muss los. Juhu, da bist du! Ich hab dich! Ich hab alles geholt. Ich hab für dich Kaffee. Und zwar? I love you. Ich musste irgendwie 50 Cent extra dafür bezahlen, deswegen guck mich an. Kissies. Und Schokomuffin. Ich weiß, du magst die. Warum hast du die Sachen von gestern noch an? Ist das gut? Wiss ich. Ich. Okay. Setz dich mal hin. Was ist passiert? Ist alles gut? Lisa, ist irgendwas passiert? Hast du mit Michael geredet vielleicht? Oder hat dich jemand irgendwie dumm angemacht? Weil dann. Hey. Was ist los? Ich hatte mein erstes Mal. Und warum siehst du so aus, als wäre es so richtig, richtig schlimm gewesen? Weil wenn ich ihn einfach angefasst hatte, haben wir ein Problem, dann gehen wir. Wir können Hausrat Bescheid sagen. Wunderschön. Ja? Das ist doch gut, das ist doch richtig gut. Warte, dann der wundervolle Muffin als herzlichen Glückwunsch auf die verlorene Jungfräulichkeit. Wer oder, also ist der oder die Glückliche? Ist gut?
alles. Was? Ich hatte mein erstes Mal mit Hannes. Ich hab du hast mit Hannes geschlafen? Hat, warte, nein. Hat er dich angefasst? Hat er dich irgendwie dazu gedrängt? Lisa, was ist passiert? Lisa, was ist passiert? Nein, mein Gott, Lisa, wenn er dir irgendwas angetan hat, ich bring den um. Ich hab mich einfach verliebt und wir wollen zusammen sein. Er hat nichts gemacht, er war super lieb und alles, aber es tut mir so leid. Wirklich. Sascha, bitte, bitte, es tut mir leid, bitte. Was tut dir leid? Was tut dir leid? Dass du meinen Ex gebügelt hast, der mich anscheinend komplett verarscht hat die ganze Zeit? Oder dass du mich die ganze Zeit angelogen hast? Oder dass es dir anscheinend scheißegal ist, wie es mir geht? Was tut dir leid, Lisa? Was? So steck dir die Freundschaft doch einfach in den Arsch. Verpiss dich. Ich kann dich nicht sehen. Ich... Hör mir doch zu. Nein, ich will nicht. Ich will dir nicht zuhören. Ich will dich verpissen. Wie? Guck mich an. Guck mich an. Wie? Wie konntest du mir das antun? Wie? Keine Antwort? Oh, schön. Dann ist da die Tür. Your hands all over on my neck. It's just a bad, bad night. Yeah, it's just a bad, bad night. Warum? Sascha, bitte! Ich kann doch nicht dafür, was meine Gefühle. Kannst du nicht einfach aufmachen? Warum? Du bist doch meine beste Freundin! Kannst du nicht aufmachen? Ich hab's versucht. Ich hab's versucht, das die ganze Zeit wegzuschieben. Applaus! Toll versucht! Toll versucht! Angelogen hast du mich die ganze Zeit, Lisa! Ich hab's die ganze Zeit so versucht. Ich hab alles. Ja, als ich heulend im Bett lag, Hannes hat keine andere. Als ob Hannes eine andere hätte. Du wusstest von nichts die ganze Zeit, ne? Und dann f***st du ihn hinter meinem Rücken. Was soll ich denn machen? Die Wahrheit mir sagen, hä? Ich hab sowas so, aber wie sie. Na, Hannes, ne, der kann dich kaum abwarten. Noch besser, noch besser. Genauso verlogen wie du. Die ganze Zeit, Lisa, die ganze Zeit behalte ich dieses Kackgeheimnis für mich. Weil ich wusste nicht, dass ich einfach durchnehmen würde, dass die ganze Welt das. Was für ein Geheimnis? Mike ist deine Mama. Überraschung. Maike ist deine Mutter. Maike ist was? Sie hat dich abgegeben. Hör auf, den Teufel anzulügen! Sag mir doch die Welt, hör auf! Was denkst du dir jetzt für einen Scheiß aus? Bist du krank? Das ist kein Scheiß! Die hat dich abgegeben, weil die keinen Bock auf dich hatte. Und langsam verstehe ich, warum. Warum lügst du mich an? Lügst du mich an? Lisa, wieso? Tür! Fuck. Ich will dich nicht sehen. Du kannst, verpiss dich! Geh Hannes weiter, Geh Hannes weiter, ist mir scheißegal. Vielleicht kommt Mama mal wieder. Schau mich an, schau mich an, deine Hochzeit. Schau mich doch an! Schau mich an! Lisa! Verpiss dich! All that power you created. Your own mind you made it. You made it love. Finde ich echt einfach richtig toll. Und du bleibst nach wie vor mein absolutes Vorbild. Alles gut. Sorry. Die Frau Weber hat mir am Freitag ganz klar gesagt, sie sei ihre Mutter. Warum hast du eigentlich im Krankenhaus dich jetzt meine Mom ausgegeben? Das kann nicht sein. Dasha labert einfach nur Scheiße. Aber es passt alles, oder? Weil, nein, es kann einfach nicht sein. Gut. Was ist los? Warst du schon mit Dasha oder was? Sie ist komplett ausgerastet. Fuck. Und hey, bleib mal hier, bleib mal hier.
Sie haben mir gesagt, dass es... Sie haben mir gesagt, dass Maike meine Mutter ist. Was? Dass Maike deine Mutter ist? Hat sie es vielleicht gesagt, keine Ahnung, weil sie sauer war, weil sie ausgerastet ist oder sowas, dass sie sich so ausgedacht hat. Warum sollte man sich sowas ausdenken? Was ist das für eine Lüge? Was ist das für eine Verarschung? Das ist doch gar keinen Sinn. Es ergibt alles, aber es ergibt Sinn. Mike, wie sie alles, wie sie zu mir war, das ist schon, das ist klar, das ist offensichtlich. Hey, bleib mal ruhig jetzt, bitte. Bleib doch mal ruhig. Lass mich nicht an, du. Lass mich doch einfach nicht an, bitte. Bleib doch mal ruhig jetzt, bitte. Was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß so, wie geht es jetzt hier weiter? Das ist so... Hey. Aufhör doch einfach. Komm mal jetzt bitte runter. Ich muss mit Maike reden. Ich muss zu ihr. Nein. Stopp mal ganz kurz. Du gehst nicht alleine. Okay? Ich fahr dich. Ich fahr dich und ich warte im Hof. Aber du gehst garantiert da jetzt nicht alleine hin. Hast du gehört? Mach das, okay? Stimmt das, was Sascha sagt? Bist du meine Mutter? Ich wollte es dir selbst sagen. Ich wollte es dir heute sagen. Ich wollte nicht, dass du das von irgendjemand anders erfährst. Es tut mir leid. Es tut mir unfassbar leid, Lisa. Ich kann dir das alles erklären. Ich war selbst noch ein Kind und... Einfach auf. Ich will sie hören. Lass mich einfach Ruhe. Es war nicht meine Entscheidung. Es war nicht meine Entscheidung. Ich wollte das nicht alles. Und ich... Bitte jetzt, renn doch nicht weg, bitte. Gib mir eine Chance. Es tut mir leid. Du hattest klar genug Zeit, das mir zu sagen. Lisa, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du das von Dasha erfährst. Ich wollte. Es interessiert mich nicht! Lisa muss diese Info jetzt erstmal sacken lassen. Ich bin mir 100% sicher, dass sie Fragen haben werden. Das sind Fragen, die nur du ihr beantworten kannst. Ich bin aufgewachsen und jeden Tag habe ich Yvonne angeschaut und sie hat mir nichts gesagt.